Liebe Schülerinnen und Schüler, wie versprochen gibt es heute ein Video zur Kräftigung der Beinmuskulatur. Das ist wieder ganz einfach, ein 5-Minuten-Programm, alle 30 Sekunden werden die Übungen gewechselt. Wenn ihr eine Pause braucht, dazwischen einfach auf Pause drücken und danach weiter trainieren. Bevor wir beginnen, mobilisieren wir kurz die Hüftgelenke, die Kniegelenke und die Sprunggelenke und die Lendenwirbelsäule. Füße vorne ausstrecken, hinten abstützen und links und rechts. Beine aufstellen. Andere nach innen fallen lassen. Wechsel. Ein Bein ausstrecken und nach außen fallen lassen. Wechsel. Hinten auf den Ellbogen abstützen und kreisen. Richtungswechsel. Und oben und unten. Und jetzt Arme ausstrecken und diagonal mit dem Bein die Hand berühren. Die Schultern bleiben dabei am Boden. Bauchlage. Aufstellen, nach links und rechts fallen lassen. Okay. So Leute, es geht los mit dem Beintraining. 30 Sekunden, dann wechseln. Immer verschiedene Übungen, 5 Minuten durch. Während der Übung erkläre ich, worauf es ankommt, worauf wir aufpassen. Wir starten mit einer einfachen Kniebeuge. Hüftbeinstand, Zehenspitzen schauen nach vorne, nach hinten setzen, Fersen belasten. Oberkörper möglichst gerade halten, Arme gehen mit nach oben. Es geht los. Die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen. Gerade nach unten gehen, Oberkörper gerade, das Kniebein hinter den Zehenspitzen. Linkes Bein vor, rechtes Bein zurück. Gerade nach unten, Oberkörper gerade. Knie hinter den Zehenspitzen. Zehenspitze ein bisschen mehr nach außen als bei der Standardvariante. Tief gehen. Hände in die Hüften. Wieder nach hinten setzen. Fersen belasten.
beanspruchen wir die innere Oberschenkelmuskulatur. Nächste Ausgangsposition, nach hinten steigen. Und für die Wadenmuskulatur anhalten, auf die Zehenspitzen tief, fest nach oben drücken. Bravo, gut gemacht. Und jetzt habe ich noch eine kleine Challenge für euch. Und jetzt noch eine kleine Challenge zum Abschluss des Beintrainings. Wand sitzen, eine Minute lang durchbeißen. Ausgangsposition, rechter Winkel, gerader Rücken, Arme hängen hinunter und es geht los. Eine Minute. Liebe Schüler, das war heute eine gute Einheit für die Beine. Diese Übungen könnt ihr zwischendurch einbauen. Zuerst das Stabi-Programm machen, dann das Beinprogramm oder umgekehrt, je nachdem. Morgen kommt ein neues Video dazu. Wir kräftigen morgen den Oberkörper.
Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.